Mit einem jungen Spieler, der in seinem ersten Länderspiel nach einer guten Minute gerade zum ersten Mal getroffen hat. Das ist das Goal, das das Spiel entschieden hat in der 73. Minute. Ja, das ist super gemacht, vor allem auch schon auf der Seite von Badalino. Dann der Stocker, der den Gegner unter Druck setzt und ihm keine Ruhe lässt, damit er sich kann klären kann. Und durch das kommt dann der Querschläger Stand hier vom Österreicher, der natürlich im Costanzo vor die Füsse geht. Und das ist eine Qualität, die er hat, Costanzo. Er ist in der gefährlichen Zone drin. Er weiss, wo er seine Goal schiessen kann. Und hat den Riecher hier gehabt, wo der Ball ankommt. Und das hat er natürlich super gemacht. Gerade der erste Ballkontakt im ersten Länderspiel und das erste Goal, das schafft nicht jeder. Wenn er es selber beurteilt, das hören Sie jetzt. Moreno Costanzo, herzliche Gratulation zu diesem Debüt. Besser kann es fast nicht gehen. Ja, kann man so sagen. Haben wir so erwünscht. Und dass es so wahr wird, ist natürlich traumhaft. Beschreibe deinen Moment. Es ist ja extrem schnell gegangen. Einwechslung, erste Ballberührung, Goal. Wie hat er das erlebt? Ja, der erste Ballkontakt, dass es gerade eine Chance gibt und dass ich sie gerade nutze, ist natürlich super für die Mannschaft und für mich. Und ich freue mich riesig, dass ich da bin. Ja. Spielt eine extreme geistige Präsenz im Kopf. Und hat man überhaupt schon ein Ballgefühl beim ersten Ballkontakt? Ja, eigentlich muss ich zuerst immer ein bisschen Spiel finden. Und ja, wie gesagt, dass es gerade so ist, ist natürlich sensationell. Ja. Und dann hat er das riesen Feuerwerk noch abgeladen und noch zwei Chancen mehr gehabt. Also löst extrem viel aus auf der Ebene des Selbstvertrauens. Ja, sicher. Das hat man natürlich Selbstvertrauen gegeben, das Goal. Und ja, die Mannschaft hat mir sicher auch geholfen. Und es ist immer einfacher, wenn es der Mannschaft läuft, zum Reinkommen. Merci vielmals nochmal Gratulation zu dem Debüt. Super, schön.